Kennt ihr diese oft mit großem Pathos vorgetragene Verwunderung, mit der Physiker, Philosophen und Esoteriker vom quantenmechanischen Welle-Teilchen-Dualismus sprechen? Und geht euch das auch ab und zu auf die Nerven? Wenn ihr wissen wollt, was laut Burkhard Heim wirklich hinter diesem Phänomen steckt, dann schaut euch dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Ein quantenmechanisches Objekt verhält sich offenbar manchmal wie eine Welle und manchmal wie ein Teilchen. Es gibt dieses ganz klassische Doppelspaltexperiment, bei dem man mit einem Elektronenstrahl auf einen Doppelspalt schießt und dahinter, auf dem Schirm dahinter, entsteht ein Interferenzmuster, das klar aussagt, hier sind Objekte, quantenmechanische Objekte mit Wellencharakter am Werk. Wenn man nun angeregte Elektronen nimmt, die immer beim Passieren des Doppelspaltes ein Photon aussenden und dadurch ihre Position verraten, also ob sie den linken oder den rechten Spalt nehmen, dann erscheinen auf dem Schirm dahinter nur zwei Streifen, so als würde man es mit einem Teilchenstrahl zu tun haben. Der Umstand, dass die Beobachtung der Position des Objektes seinen Charakter ändert, nämlich von Welle zu Teilchen, ist Anlass für viel Verwunderung. Man spricht davon, dass die Wellenfunktion zusammenbricht oder dass das Bewusstsein des Beobachters gar über den Zustand des Teilchens entscheidet. Darüber wurden schon Hunderte, wenn nicht Tausende von Büchern geschrieben. Und die sind alle falsch. Auf diesem Kanal stelle ich das Weltbild von Burkhard Heim vor, dem schwer zugänglichen, mysteriösen Physiker, der keine Hände hatte und kaum hören und sehen konnte. Ermöglichen tut ihr das, meine mittlerweile über 3000 Abonnenten und meine Unterstützer auf Patreon. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und in der Thematik insgesamt, kann ich euch nur empfehlen, guckt euch die hier oben eingeblendete Playlist über Burkhard Heims sechsdimensionale Welt an. Darin erkläre ich Stück für Stück, wie wir die Realität eigentlich auffassen müssen, damit wir Physik, Psyche, Leben und das Paraphysikalische in ein großes geistiges Gebäude integrieren können. Natürlich sind die Beobachtungen, die in dem Experiment gemacht werden, so und nicht anders. Es gibt keinen Weg, das Phänomen irgendwie zu umgehen oder auszutricksen. Was die meisten Physiker aber vergessen haben und den meisten Laien auch nicht beigebracht wurde, ist, diese Art, das zu sehen, ist nur eine mögliche Deutung dieses Phänomens. Und es wird auch selten erwähnt, dass die Mainstream-Deutung der Quantenmechanik, nämlich die sogenannte Kopenhagener Deutung von Niels Bohr, Werner Heisenberg und et alteri, dass das nur eine mögliche Interpretation ist und dass die auch immer wieder von Physikern kritisiert wird. In der Kopenhagener Deutung wird davon ausgegangen, dass diese Prinzipien Unbestimmtheitsprinzip, Welle-Teilchen-Dualismus und das statistische Verhalten von zum Beispiel dem radioaktiven Zerfall fundamentale Naturprinzipien sind, die nicht weiter hinterfragt und verstanden werden können und deshalb als Gott gegeben hingenommen werden müssen. David Bohm zum Beispiel schlägt sogenannte verborgene Variablen vor, die am Ausgang dieser Beobachtung zwar nichts ändern, aber auf eine Realität dahinter verweisen. Und Burkhard Heim geht hier natürlich noch wesentlich weiter. Jetzt möchte ich einen Exkurs in Burkhard Heims Strukturtheorie der Elementarteilchen machen. Laut Burkhard Heim leben wir in einer sechsdimensionalen Welt. Zusätzlich zu der bekannten Raumzeit gibt es zwei zusätzliche Weltdimensionen, X5 und X6 genannt, die als Strukturkoordinaten gedeutet werden können und die jenseits von Raum und Zeit als transzendente Koordinaten sozusagen in Erscheinung treten. Die verschiedenen Arten von Quantenobjekten haben verschiedene Komponenten in diesen Dimensionen. Heim unterscheidet hier vier verschiedene Typen von Strukturflüssen, den sogenannten Hermetrieformen, ohne Erklärung des Wortes. Das sind A, die Aktivitäten, die rein transzendente Strukturflüsse darstellen. B, Photonen, die transzendente und zeitliche Strukturflüsse haben. C, die ungeladenen Elementarteilchen wie Neutronen, die haben transzendente und räumliche Strukturflüsse. Und D, die geladenen Elementarteilchen, also Protonen und Elektronen zum Beispiel, deren Strukturflüsse erstrecken sich über alle sechs Dimensionen. Gemein sind allen Erscheinungen die Transkomponenten. Das ist auch logisch, denn die Transkomponenten bedeuten ja Struktur. Wenn es jetzt ein Objekt gäbe, das keine Struktur hätte,
ja, dann würde es sich ja gar nicht vom leeren Raum unterscheiden und würde folglich gar nicht existieren. Also muss alles, was existiert, auch Struktur haben und damit X5 und X6 Komponenten. In diesem Modell breitet sich Energie in Form von Photonen, also gar nicht im Raum aus, sondern als Wahrscheinlichkeitswelle in X4, 5 und 6. Das entspricht genau dem bekannten Wellencharakter und erklärt auch, warum sich Photonen im Raum offenbar beliebig überlagern können, weil sie gar nicht im Raum vorhanden sind. Sprich, sie haben keinen Strukturfluss im Raum. Wenn jetzt ein Photon mit einem Elektron interagiert, also die Energie des Photons vom Elektron absorbiert wird, dann heißt das, die Wahrscheinlichkeitswelle in Form von X4, 5 und 6 Komponenten, die das Photon darstellt, interagiert mit den X4, 5 und 6 Komponenten des Elektrons. Diese haben ebenfalls Wellencharakter und sind genau für die Welleneigenschaften des Elektrons verantwortlich. Die Interaktion findet dann in einer Weise statt, welche die Energie des Photons auf das räumliche Elektron übertragen. Und erst da tritt die Energie räumlich in Erscheinung. Das Elektron wird nicht plötzlich im Moment der Interaktion zum Teilchen, weil es an einem bestimmten Raum, weil es an einem bestimmten Ort seine Energie freisetzt oder überträgt. Es hat immer Wellencharakter, bis zu seinem Ende, wenn seine Energie auf das Elektron übergeht. Genauso können nun die X4, 5 und 6 Komponenten des Elektrons, das ich auf meinen Spalt schieße, mit den X4, 5 und 6 Komponenten der Elektronen des Materials, in das mein Spalt gefräst ist, interagieren. Und zwar auf eine Weise, die nicht die Energie räumlich überträgt, sondern wo nur der Wellencharakter dieser Objekte miteinander überlagert und dadurch entstehen zwei Wahrscheinlichkeitswellen hinter dem Doppelspalt. Diejenigen Elektronen, die räumlich mit dem Material des Spaltes interagieren, die stoßen sich quasi und die werden nirgendwo mehr registriert, die verschwinden aus meinem Experiment. Wenn ich nun mein Elektron beobachte, indem ich es zwinge, ein Photon im Moment des Durchtritts durch den Doppelspalt auszusenden, dann wird die Teilchenwelle sozusagen auf Reset gesetzt, weil hier eine räumliche Interaktion stattfindet. Und dann breitet sich vom spezifischen Spalt aus gesehen eine neue Teilchenwelle, eine neue Materiewelle in Richtung des Schirms aus. Und die erscheint dann einfach als Klecks auf meinem Schirm. Also halten wir fest, der Wellencharakter quantenmechanischer Objekte ist eine rein transzendent zeitlicher Eigenschaft und eine Interaktion transzendent zeitlicher Terme meiner quantenmechanischen Objekte. Der Teilchencharakter tritt dann auf, wenn Energie auf räumliche Anteile übertragen wird. Das ist zum Beispiel immer dann, wenn ein Elektron ein Photon aussendet oder mit einem solchen rekombiniert. Das ist das Bild, das sich aus Burkhard-Heims Strukturtheorie ergibt. Über diese Strukturflüsse werde ich noch im Detail in zukünftigen Videos sprechen. Diese lösen jedenfalls dieses Paradox vom Welle-Teilchen-Dualismus in Wohlgefallen auf. Ein Teilchen ist nicht entweder Welle oder Teilchen oder beides gleichzeitig, solange man nicht hinguckt. Es ist immer ein hochkomplexes Gebilde von Strukturflüssen in verschiedenen Dimensionen. Und die können auch beides gleichzeitig erklären. Dieser hypothetische Dualismus kann damit aber nicht mehr hergenommen werden, um die Wirkung von Bewusstsein auf Materie zu begründen. Das Bewusstsein des Beobachters entscheidet nicht über den Zustand des Objektes, Welle oder Teilchen. Das ist einfach nur ein physikalischer Umwandlungsprozess, so wie andere auch. Natürlich stehe ich fest auf dem Standpunkt, dass Geist Materie beeinflussen kann. Aber dies mit der phänomenologischen Deutung eines unzureichend verstandenen physikalischen Phänomens zu begründen, das ist eine ziemlich substanzlose Argumentation. Der gerichtete Wille kann einen transzendenten Strom von Aktivitäten erzeugen, von A-Termen, der mit den transzendenten Termen der Materieobjekte, mit denen ich mich beschäftige, interagiert und kann diese natürlich auch beeinflussen. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit eines radioaktiven Zerfalls. Das wurde von der Peer-Gruppe in Princeton längst experimentell bestätigt. Ich hoffe, dieses Video hat euch die tieferen Ebenen der Physik etwas näher gebracht. Wenn ihr dazu beitragen wollt, dass Heims Ideen weiter verbreitet werden, dann liked dieses Video, teilt dieses Video, abonniert meinen Kanal und guckt auch auf meiner Webseite vorbei, wenn ihr euch nicht nur dafür interessiert, das Ganze intellektuell zu verstehen, sondern auch intuitiv emotional.
in sechs Dimensionen und in Farbe.